Er verdankt seinen Namen seiner Bestimmung als Bewacher und Treiber von Rindern, der Bouvier de Sardaigne, eine Hunderasse, die fast ausgestorben wäre. Das Besondere an der Rasse ist, dass sie sehr selten ist und bis 1996 sogar als ausgestorben gemeldet war. Und dann hat sich ein Belgier wieder auf die Suche gemacht nach den letzten Exemplaren, hat die zusammengesucht und eine neue Zucht aufgebaut. Christine Oberhauser aus Eichach ist in Deutschland die einzige Züchterin dieser Rasse. Dass diese Hunde so selten sind, erklärt sich die Züchterin so. Weil sie nicht unbedingt jedem gefallen, weil sie sehr struppig und robust sind und auch nicht ganz anspruchslos in der Haltung, weil sie viel Bewegung brauchen. Sportbegeisterte Menschen finden in diesem Hund den perfekten Partner. Die bewegungsfreudigen, intelligenten und manchmal auch etwas sturen Wirbelwinde sollten auf jeden Fall täglich beschäftigt werden. Ja, er braucht auf jeden Fall Beschäftigung. Ein Hundeführer mit Erfahrung, weil sie sehr schlau sind und einen gern um den Finger wickeln und dann das machen, was sie wollen. Besonders energiegeladen sind dann auch die Welpen. 4 Stück toben hier in Eichach durch den Garten. Obwohl die Mama blond ist, sind alle Welpen dunkel wie der Vater des Wurfs. Den kurzen Stummelschwanz dagegen haben die Kleinen von der Mama geerbt. Und Bambi ist eine vorbildliche Mutter. Die Hündinnen machen bei der Geburt eigentlich alles selber, sind da sehr selbstständig und ziehen die Welpen auch selbstständig auf. Also man ist da betreuendes Personal, aber nicht mehr. Die Welpenaufzucht ist insofern schon viel Arbeit, weil man ja die Welpen prägen muss und dann dem Welpen möglichst viel zeigen muss. Auch mit denen, wir gehen mit denen spazieren, wir fahren mit denen schon Auto. Sie brauchen eben zeitig eine liebevolle, aber konsequente Erziehung. Zur Aufzucht gehört neben der Muttermilch auch das richtige Futter. Ab der 4. Woche werden sie zugefüttert mit Trockenfutter und Mineralien. Aber sie werden bis zum letzten Tag vom Auszug werden sie gesäugt von ihrer Mama, weil die sehr einen großen Muttertrieb haben und ihre Welpen immer verwöhnen wollen. Der Bouvier de Sardaigne ist sehr pflegeleicht. Es genügt, das Fell regelmäßig zu bürsten sowie Augen und Ohren zu kontrollieren. Die Welpen hier sind alle schon vergeben und werden bald die Zuchtstätte verlassen. Ab der 8. Woche dürfen die Welpen abgegeben werden und dann ziehen sie leider auch alle ziemlich schnell aus, weil die Leute schon sehr lange warten und sich sehr freuen auf ihr Baby. Energie, Ausdauer und Neugierde zeichnen diese Rasse aus. Sie sind sehr intelligent und selbstständig, aber auch hartnäckig. Die robusten Tiere werden außerdem sehr alt, sodass man lange Freude an seinem Vierbeiner hat.